Seid willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed, die Ezio-Trilogie. Beim letzten Mal hat der Showdown bereits begonnen. Rodrigo Borgia wurde von seinem Sohn ermordet. Seine Schwester von ihm verraten. Und jetzt versucht er, den Edensplitter aus dem Innenhof von... Ja, ich weiß den Namen nicht mehr. zu finden, und wir müssen schneller sein als er und den Apfel holen. Also, auf du junger Wandersmann. Preisfrage, wie kommen wir da jetzt hoch? Endlich macht dieses Streben hier mal Sinn. Guten Tag. Ah, okay. So fängt das mit der Synchronität also an. Niemanden töten. Egal. Ja, ich weiß, das ist eine Truhe. Geronimo. Ich nehme die Abkürzung, Cesare. Mach's gut. Los! Platsch. Weiß zwar noch nicht wirklich, ob das eine Abkürzung war, aber... Diese Idioten. Darf ich mal? Danke. Ach, die halten sich für so witzig. Am Arsch. Ciao. Ach. Wartet mal eben. Ihr? Sucht ihr danach? Es ist vorbei, Assassino. Euer Leben ist verwirkt. Wache! 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 Der Edenapfel. Mit dem Edensplitter aus dem Vatikan entkommen. Volle Synchronisation, keine Gesundheit verlieren. Na, kommt mal ran, Mädels. Ich kann mich nicht bewegen. Ich lade mal die Erinnerung eben neu. Erinnerung neu starten. Das hat doch jetzt schwer nach einem Bug ausgesehen. Macht ihr mal. Aber ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gerannt, ne? Ja.
Komm, Ezio, steh auf. Lass die Wachen gegeneinander kämpfen. Gesundheit stellt sich wieder her, das ist sehr schön. Im Ernst, wie soll man dabei bitte keine Gesundheit verlieren? Man verliert automatisch Gesundheit, wenn man den Apfel benutzt und den muss ich benutzen. Das wird jetzt kritisch. Wir haben nur einen Lebenspunkt und überall Wachen außen um uns rum. Und unsere Lebensenergie hat sich noch nicht wiederhergestellt. Anonym werden, ich bin dabei. Geronimo. Gesundheit verlieren. Am Arsch. Rodrigo Borgia ist tot. Und Cesare? Vergiftet, doch er lebt. Wir dürfen nicht zulassen, dass er seine übrigen Anhänger sammelt. Die nächsten Wochen entscheiden. Mit eurer Hilfe werde ich ihn finden und töten. Meine Männer überwachen die Stadt. Doch brauchen wir ein Heer. Wir haben eins. Demilitarisierung. Cesares römische Armee vernichten, damit er keine Unterstützung für einen Gegenangriff findet. Ihr müsst sie finden. Sie sind überall und nirgends gleichzeitig. Mir ist egal, wie ihr es anstellt. Wir schaffen es nicht alleine, Signore. Ihr müsst uns helfen. Ich bin krank, ihr Idioten! Micheletto wird bald mit meinem Heer kommen. Und dann seht ihr, wie schnell die Assassini fallen. Ihr täuscht euch, Cesare! Wache! Den hast du doch noch gar nicht gesehen. Il diavolo! Lebensenergie muss ich erst wieder herstellen. Die anderen Wachen nehme ich mit.
Tut mir leid. Ein Kardinal verriet unter Stress, dass Cesare sich mit loyalen Templern auf dem Lande treffen will. Der Kardinal bricht heute zu dem Treffen auf. Ich werde ihm folgen. Rot sehen. Cesares Treffen mit den Kardinälen auflösen, damit er sie nicht erfolgreich um Hilfe bitten kann. Ausweichen, die Wachen suchen uns. Na, Keule, wo bist du? Wachen. Da ist er. Sich nicht noch einmal umgedreht. Das wird spannend, da jetzt reinzukommen. Okay, vielleicht auch nicht. Es gibt einen Seiteneingang, der interessanterweise nicht bewacht wird. Komm, geh weiter. Helft mir und ich erobere Rom zurück. Wir kamen überein, Della Rovere zum Papst zu wählen. Tut uns leid. Ich zahlte für eure Stimmen. Roma ist nicht mehr, was es einst war. Die Borgia-Geldquelle ist versiegt. Das werdet ihr noch bereuen! Assassino! Lauft! Gedungene Männer versprechen euch ihr Blut, aber sobald ihr sie braucht, wenden sie sich gegen euch. Wache! Aua. Ein bisschen hin und her laufen, bis die Lebenspunkte wieder hergestellt sind. Aua. Wer hat mich denn jetzt getötet? Wer hat dann noch genug Power, um mich zu erschießen? Im letzten Quäntchen meines Lebens. Aua. Na los, kommt alle her, kommt. Seid schön artig. Jetzt hab ich den Look davon. Du gehörst mir.
Hey, wo wollt ihr beiden Spacken eigentlich hin? Her, her, put, 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 put. Lauf, Ezio. Lauf. Dezember 1503. Meine Männer sagen, Cesare versammelt seine besten Krieger vor dem Haupttor von Roma. Sammelt die Assassinen. Wir kämpfen gemeinsam. Alle Wege führen nach. An der Seite der anderen Assassinen Cesare und seine letzten verbliebenen Gefolgsleute konfrontieren. Bin immer noch nicht sicher, ob ich das Wort jetzt richtig ausgesprochen habe. Ihr seid mutig, wenn ihr euch mir entgegenstellen wollt. Nach Hause, damit ich euch gleich wieder rufen kann. Ganz Italien wird vereint sein! Und ihr herrscht an meiner Seite! Wollt ihr meinen Triumph genießen? Bald trifft Micheletto mit seinem Heer ein. Aber ihr werdet schon vorher sterben. Insieme per la vittoria! Vittoria, Assassini! Meine Männer enttäuschen mich nicht! Sie wissen, Assassinen die Kehle auf! Lebensenergie da herstellen. Dafür bist du nicht mächtig genug. Meine Männer enttäuschen mich nicht. Sie wissen, was ich dann erwarten würde. Ach ja, ich sehe hier einige Männer auf dem Boden darum bitten, dass sie nicht bekämpft werden. Legt eure Waffen nieder, Cesare Borgia. Micheletos Heer marschiert hinter mir auf. Wir erobern meine Stadt ein für alle Mal zurück. Das ist nicht mehr eure Stadt. Auf Befehl Papst Julius II. Verhafte ich euch, Cesare Borgia. Für die Verbrechen Mord, Betrug und Inzest. No! 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 Das ist nicht das Ende! Ketten halten mich nicht! Ich sterbe nicht durch die Hand eines Menschen! Der Typ ist wirklich nicht mehr ganz knusper. Es war die Art, wie er es sagte. Ketten halten mich nicht. Wenn du so besorgt bist, es gibt immer einen Weg.
Nein, er ist zu mächtig. Er muss außer Reichweite von Menschen versteckt werden. So eine Schande. Ein Meisterwerk zu verstecken, wo niemand es sieht. Und doch. Was, wenn er meinte, was er sagte? Ich kann's nicht riskieren. Cesare hatte recht. Ich muss gehen. Und deine Freunde? Die Bruderschaft wird fortbestehen. Mit mir oder ohne mich. Was hast du als nächstes vor? Eine Saat sehen. Hier, ein Geschenk. Wenn das der Abschied ist, dann behalte dein Geld. Ich will es nicht. Wir werden uns wiedersehen. Du hast mein Wort. Buona fortuna, mein ältester Freund. Und nimm das Geld. Bei deinem mageren Lohn wirst du es brauchen. Schließlich wurde mein Patron verhaftet. Sequenz 8 beendet. Wie habt ihr mich gefunden? Der Apfel aus dem Besitz von Mario Auditore führte mich her. Tötet ihn! Tötet den Assassinen! Reißt den elenden Bastard in Stücke! Viana, März 1507. Sequenz 9. Der Sturz. Ich brauche Nachschub. Mit dem Pferd reißt es sich schneller. Nachschub an Oliven oder was? So, ich habe zwar ein ungefähres Ziel, wo ich hin muss, weiß aber nicht wie. Ah! Okay, Serpentine. Ich weiß gar nicht, ob der ganze Kampf hier jetzt schwerer gewesen wäre, wenn wir Leonardos Maschinen nicht zerstört hätten. So, in Frieden, Pferdchen. Verwinkelten Gebieten, da muss ich mir erstmal angucken, ob es hier irgendwo Truhen gibt, die ich plündern kann. Na los, komm her. Put, 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 put. Hierher, put, 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 put. Ciao. Spanier. Diese gelb gekleideten Pinkel sind Spanier. Ich halte mich mit euch jetzt ganz lange auf. Ich mach die Flocke. Ciao. Ja, ja. Schießt ihr nur. Macht's gut. Was haben wir denn da? Ah, den Zielpunkt. Anonym werden. Gibt's hier irgendwo einen Heukarren? Los, los! Hey! Nicht schummeln!
Okay, jetzt haben wir wieder normale Waffen. Das ist sehr schön. Auch mit Dreck zu werfen. Alter, immer diese Dreckschleuder. Macht jetzt mal einer von euch. Ist ja schlimm. Das richtige Wetter dafür haben wir ja schon. Ayúdame, mi hijo está herido. Diese Saftärsche. Ich euch auch nicht. Ich kümmere mich nur um den Anführer jetzt. Dann hat das ganze Theater hier ein Ende. Das habt ihr euch selbst. Das war jetzt die Stimme von Warren Widdick. Okay, ich sehe schon, wo ich hin muss. Welch eleganter Sprung in die Tiefe. Guten Tag, die Herren. Darf ich mal? Dankeschön. Na komm. Vermaledeiten Schützen. Auch wenn ich jetzt hier gnadenlos überziehe. Aber in dieser Folge werden wir Cesare Borgias Leben beenden. Der schleimige Pinkel geht mir seit der ersten Folge auf die Nerven. Beziehungsweise seit der 28. oder was das war. Du gehörst mir, Assassine! Ja, sehe ich nicht. Okay, die sind irgendwie alle gegen mich. Die einen aus anbefohlenem Hass und die anderen aus Unwissen. Cesare! Mauern umgeben euch! Es gibt keinen drinnen! Dann komm, Ezio! Lass uns tanzen.
Ich sterbe nicht. Nicht Trommel. Fortuna wird mich nicht verlassen. Ich bin der beste Krieger aller Zeiten. Bleib am Arsch. Ich kenne keine Niederlagen. Ein Auditore bezwingt mich nicht. Hey. Nimm dies! Roma, Italia, España, alles wird mir gehören! Hast du dich schon mal von einem Arzt untersuchen lassen? Wir wollen doch immer schön fair bleiben, oder Cesare? Recke. Der Thron gehörte mir. Etwas zu wollen, gibt euch lange nicht das Recht. Was wisst ihr schon? Dass ein wahrer Herrscher das Volk stärkt, das er beherrscht. Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescat in pace. Ihr tötet mich nicht! Kein Mensch kann mich töten! Dann lasse ich das Schicksal entscheiden.
Der Thron gehörte mir. Was wisst ihr schon? Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Ihr tötet mich nicht. Kein Mensch kann mich töten! Nun, so sei es. Dann lassen wir die Vorläufer das erledigen. Gehen wir. Es ist nicht allzu weit. Wartet, da war was mit dieser Tür. Ich habe keinen Griff gesehen. Lasst mich das checken. Super. Dann brauchen wir also eine Art futuristischen Schlüssel. Das ist ein verbal ausgelöster Mechanismus. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also brauchen wir ein Passwort? Summe mal Beethovens Fünfte. Strom aus. Scheiß italienisches Stromnetz. Ezios Erinnerungen können wir schon mal nicht durchsuchen. So, aber ich würde sagen, bevor es hier weitergeht... Wir müssen das Passwort finden. ...mache ich hier einen Ezio Schnitt. Ezio kennt die Antwort. Nur leider ist er tot. Unfassbar, dass wir hier festsitzen. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed, die Ezio-Trilogie wieder. Bis dahin. Tschö mit Ö.